Leute, das läuft echt nicht gut, Mann. Eine Freundin von mir hat sich neulich am Bein verletzt, sodass sie das Opioid Tilidin verschrieben bekommen hat. Und da ich auch noch ein verschriebenes Tilidin da hatte, hielten wir es für eine tolle Idee, uns mit dieser Substanz einen entspannten Abend zu machen. Aber damn, dieser Plan ging nicht auf. Der Abend war einer der negativsten Drogenerfahrungen. Doch erstmal ein paar Grundinfos zu Tilidin. Tilidin ist ein in den 70er Jahren entwickeltes, komplett synthetisches Opioid, das hauptsächlich gegen Schmerzen eingesetzt wird und nur mit einem Betäubungsmittelrezept verschrieben werden kann, außer wenn man Retard-Tabletten nimmt. Dann kann man es auch mit einem normalen Rezept verschrieben bekommen. Retardierte Tabletten bedeutet, dass da noch Naloxon mit dabei ist und dass die Wirkung auf einem etwas längeren Zeitraum verteilt ist und abgeschwächt ist. Tilidin wurde von den Medien mal die Amok-Droge getauft, weil der Dude, der 2006 in Berlin wahllos Menschen mit einem Messer angegriffen hat, auf Tilidin war. Man verliert da scheinbar sämtliche Hemmungen. Auch vor Überfällen nehmen einige Kriminelle laut Presse Tilidin. Für die Polizei sind Verbrecher auf Tilidin laut Berichten besonders lästig, weil sie beinahe immun gegen Schmerzen sind und Dinge wie Pfefferspray, Knüppel oder Hebelgriffe daher kaum ihren gewünschten Zweck erfüllen. Ich bin hier allerdings etwas skeptisch, was solche Erzählungen angeht, weil Stoffe wie Tilidin eigentlich eher entspannt machen. Höchstens aufgrund von Entzugserscheinungen wäre hier eine Aggressivitätssteigerung denkbar. In diesen Artikeln wird Tilidin als der aggressiv machende Sündenbock genommen, obwohl es sich vermutlich entweder um Menschen handelt, die sowieso verbrecherisch unterwegs waren, es aber durch Tilidin mit weniger Angst und Schmerz geschieht, oder um Menschen, die aufgrund einer Opioidsucht in eine Beschaffungskriminalität gerutscht sind. Ein Problem, was man durch liberalere Drogengesetze mindern könnte. Wie die meisten Opioide hat Tilidin ein ziemlich großes Abhängigkeitspotenzial und die Nebenwirkungen sind auch Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, Schwitzen, Verstopfung. Bei höheren Dosierungen kann es zu einem Tod durch Atemlähmung kommen und sobald man abhängig ist, leidet man natürlich auch bei Entzug unter starken Entzugssymptomen. Da es schon eine ziemlich gefährliche Angelegenheit ist, ist es vielleicht sogar gut, dass meine Erfahrungen mit der Droge sehr negativ waren. Bevor es mit dem Erfahrungsbericht losgeht, kauft neue Merch-Designs von mir wie dieses hier direkt auf Amazon. Der erste Link in der Videobeschreibung leitet euch zu meinem Amazon-Store. Kommen wir nun zum Erfahrungsbericht. Wir hatten leider nur ein Rezept für retardierte 200 Milligramm Pillen und nahmen insgesamt 150 Milligramm. 100 Milligramm normal als halbe Pille um 12 nachts und 50 Milligramm etwas später als zerbröselte Viertelpille. Mit der Zeit fühlte ich mich immer entspannter. Der Part des Trips war schon ziemlich angenehm, aber jetzt auch nicht so krass. Also ich finde, ein Grasrausch bereitet da ähnlich viel Freude. Und das sage ich als jemand, der Gras gar nicht so hart feiert. Aber schauen wir mal, wie sich der Schmerzeffekt entwickelt hat. Also ob ich jetzt weniger Schmerz empfinden werde. Okay, es ist definitiv noch sehr schmerzhaft. Also Schmerz ist gar nicht das richtige Wort, weil es irgendwie auch witzig ist. Oh mein Gott, ey, das ist so krass. Bei diesen ersten Wirkungen war ich gerade am Laptop und plötzlich war es sehr anstrengend, auf den Laptop zu schauen. Ich konnte mich auf keine festen Punkte mehr konzentrieren. Ich da überhaupt nicht mehr auf so einzelne Sachen konzentrieren soll. Also das ging dann kurz weg und ich machte einen Twitch-Livestream, bei dem ich versucht habe, ins Berghain reinzukommen. Eine Sache, die mir auffällt, ist halt, ich bin extrem uneffektiv. Ich vergesse die ganze Zeit, was ich machen wollte. So, dass ich... Das ist ja irgendwie komisch, weil das kennt man ja sonst eher so von Gras oder sowas. Also ich brauche für alles gerade ewig, habe ich das Gefühl. Jetzt mache ich einen Livestream, wo ich den Berghain-Simulator teste. Er wird ja total häufig so während einem Stream gefragt, so, yo, bist du auf Drogen und so. Und ich habe, glaube ich, noch nie high gestreamt. Einmal an 420 habe ich ein bisschen Gras konsumiert. Aber ihr müsst nie fragen, ob ich high bin, weil wenn ich high bin, dann sage ich es. Und heute muss ich gestehen, dass ich etwas Tilidin wurde mir in Wurstbrot gemischt. Bist du allein? Noch bin ich alleine. Wer spielt heute? Vielleicht spielst du ein bisschen an meinen Brüsten rum. Hast du was getrunken? Vielleicht trinke ich heute noch
deinen Saft? Heute nicht. Okay, sexuell lässt er sich nicht so überzeugen. Wenn ich es nicht dazu gesagt hätte, hätte vermutlich kein Zuschauer gemerkt, dass ich da nicht nüchtern bin. Weil ich eine sehr aufgedrehte Person bin, wirkte ich da bestimmt für manche nüchterner, als wenn ich wirklich nüchtern bin. Irgendwie ist jetzt gerade irgendwie die Wirkung am geilsten. Als habe ich so dieses klassische, gechillt, so, also alles fühlt sich so, ich denke mir so, alles fühlt sich so kuschelig an, ich denke mir so, Und man merkt auch, dass ich die ganze Zeit mich kratzen mache, also ich mache die ganze Zeit so und denke mir so, alles fühlt sich so geil an, wenn man sich so kratzt, so. Ja, warte, du hast jetzt gerade gekotzt. Ja. Echt jetzt? Das ist schlimm. Da kommt jetzt noch ein letzter positiver Part. Hemmungsloser Sex. Holy shit, ich hatte gerade so den verdammt guten Geschlechtsverkehr. Und man muss auch sagen, der Geschlechtsverkehr ging ewig. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich so sehr gut steuern konnte, wann ich komme. Und ja, ich glaube, das ging jetzt wirklich 2 Stunden oder so. Es war so hot. Ja, der Sex war sehr gut und lang, aber ich weiß nicht, ob uns das auch zum Verhängnis wurde. Häufig liest man nämlich, dass man sich auf Tilidin nicht so sehr anstrengen sollte. Die Freundin musste direkt wieder kotzen. Zusätzlich hatte sie auch starkes Kopfweh, als hätte sie einen Tag vorher krass gesoffen und sie war auch sehr zittrig. Leute, das läuft echt nicht gut, Mann. Also die Dame, mit der ich es genommen habe, der ging es vorher richtig schlecht. Die hat mehrmals gekotzt und hat gezittert und alles. Bei mir war es nicht ganz so schlimm wie bei ihr, aber etwas später ging es auch in eine ähnliche Richtung. Meine Hände wurden leicht zittrig und plötzlich wurde mir von der einen Sekunde zur anderen so schlecht, dass ich so schnell ich konnte zum Klo gelaufen bin, um mich heftig zu übergeben. Da kam gefühlt wirklich alles raus, was ich an dem Tag gegessen hatte. Nach der Speiberei ging es mir etwas besser, aber obwohl ich spürte, dass mein Körper verdammt müde war, konnte ich erst um 8 pennen, weil es mir so scheiße ging. Alles wird gut, alles wird gut. Ich weiß gerade, ob ich es mehr zu dir oder zu mir sage. Die Droge lässt irgendwie so übelst den krassen Schwindel aus. Am Anfang war es immer so nur so leicht schwindelig. Ich bin auf der Couch gelegen und dachte mir so, ja, passt schon, so komme ich klar mit dem Schwindel. Aber dann jetzt kurz bevor ich gekotzt war, war es so ein Schwindel, der so für 10 Sekunden immer so unerträglich krass war. So für 10 Sekunden so, oder so, also, aber mir geht's jetzt viel besser. Bald, wenn man sich irgendwie auf was konzentrieren muss, ist es total komisch so. Dieser Abend ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Am nächsten Tag hatte ich noch ein komisches Gefühl im Kopf und ab und zu ein kurzes Gefühl von Übelkeit. Ach ja, und Verstopfung hatte ich auch hart. Kacken war wie eine Geburt. Bei der Freundin war das Ganze viel schlimmer. Der ging es den ganzen nächsten Tag äußerst beschissen, so als hätte sie eine Flasche Wodka getrunken. Ja, der Sex war zwar ganz gut, aber nicht so gut, dass es sich dafür gelohnt hat, die ganzen Nebenwirkungen zu erfahren. Und alle positiven Wirkungen außerhalb des Sexakts waren jetzt nicht so sonderlich beeindruckend. Ihr könnt ja jetzt in den Kommentaren spekulieren, warum die Erfahrung für uns so schlecht war. War die Dosis zu hoch? Waren wir überempfindlich? Ist retardiertes Tilidin mit mehr Nebenwirkungen verbunden? Wir haben im Internet recherchiert und fanden heraus, dass Erfahrungen wie unsere jetzt bei Tilidin keine Seltenheit sind. Mit verwandten Stoffen wie Tramadol oder Kratom habe ich deutlich angenehmere Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, dass ihr durch meine Erfahrung genauso abgeschreckt werdet wie ich. Bald kommt der Erfahrungsbericht zu Xanax. Dafür abonniert diesen Kabal. Nicht vergessen, euch unbedingt meinen Merch zu gönnen. Woo! Geiles Shirt. Yeah.